Cookies. Challenge everything. Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und herzlich willkommen zu meinem neuesten Projekt. Diesmal mal wieder ein Spiel, das gar nicht mehr so neu ist, was aber seinerzeit ziemlich geil war, nämlich Command & Conquer Generals. Ich habe das schon länger eigentlich geplant zu spielen und irgendwie, ja, da kam immer wieder was anderes dazwischen, immer wieder hier und da ein anderes Projekt. Jetzt gerade habe ich einen Slot frei und dann dachte ich mir, komm, es wird Zeit. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Asiatischen Pakt an als erste Kampagne. Wir machen das Ganze auf Mittel. Und ich bin sehr gespannt, ob ich irgendwas gebacken bekommen werde. Weil das letzte Mal, dass ich das Spiel gespielt habe, ist... Ich habe, glaube ich, einmal vor 3 Jahren kurz mal wieder reingeschnüffelt für so eine halbe Stunde. Aber davor, glaube ich, locker 10, 12 Jahre her. Guten Tag, Genosse General. Ich bin Lin Song, Ihr Nachrichtenoffizier. Heute werden unsere Streitkräfte den Ruhm unserer großartigen Armee in alle Welt tragen und unseren globalen Führungsanspruch untermauern. Die Volksarmee wird nicht ruhen, bis die terroristische Bedrohung beseitigt ist. So, klingt doch schon mal logisch. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass das so lange lädt, aber ich vermute, die haben einfach die Ladezeit dahingehend gedrosselt, damit auch der vollständige Text hier vorgelesen werden kann, man sich alles durchlesen kann und ja... Weil ich glaube nicht, dass mein Rechner dieses Spiel, was 17 Jahre alt ist, inzwischen nicht gepackt bekommt. Ja, da bewegt es sich ein bisschen schneller. Sehr schön. Wir werden auf den feigen Angriff der GBA reagieren und ihr Terrornetzwerk zerschlagen. Ziehen Sie diese Terroristen zur Rechenschaft, Genosse General. So, erst schon die Beförderung. Ja, nehmen wir, dass die Fußsoldaten mit einer höheren Stufe rauskommen. Aber ich muss erstmal mit der Steuerung wieder ein bisschen klarkommen. So, haben wir überhaupt was zum Bauen? Ne, aktuell noch nicht. Hier haben wir ein paar Larrys drin, das ist sehr schön. Ein oder andere Raketentrupp wäre allerdings auch fein. Ach ja, stimmt, man kann hier alles verminen. Ah, sehr geil. Dann haben wir mal überall ein paar Minen raus. So, ich glaube wir... Ah, okay, du warst im Prinzip jetzt überflüssig. Da wir, glaube ich, gerade gar nichts bauen müssen. Aber wir können hier mal noch einen zweiten dazu holen. Ey, warum habt ihr nicht geschossen? Was stimmt denn nicht mit euch? Okay, gut, dass wir unseren Panzer haben. Unseren Bagger, meine ich. Ey, wollt ihr vielleicht mal schießen? Was stimmt denn nicht mit euch, verdammt? Alter. So, gut, dann bau doch mal, sei doch mal so gut und bau hier nochmal den einen oder anderen Bunker hin. So, hier dann nochmal den zweiten.
So, hoffentlich machen die Minen einen besseren Job, als ihr gerade alle gemacht habt. So, wir brauchen allerdings mal noch ein paar weitere Panzer. Ach stimmt, es kamen ja immer zwei raus. Ja, geil. Das habe ich ja wieder voll vergessen. Das war, glaube ich, nur bei den Asiaten so, dass zwei rauskamen, ne? Also bei den einfachen Infanteristen. So, haben wir denn hier eigentlich irgendwas an Gebäuden, was wir einnehmen können? Das gab es doch hier, meine ich, auch schon, oder? So Ölraffinerien oder so, aber ich glaube, in der ersten Mission hatten wir noch nichts. Ah, da ist der Tunneleingang. Okay, den werden wir gleich mal zünftigst ausräuchern. So, dann begebt euch doch schon mal nach vorne. So, feuerfrei im wahrsten Sinne des Wortes. So, ich nehme auch mit. Was kommt denn da? Da kommt Verstärkung. Einige Panzer sind noch intakt, Genosse General. Ja, die nehme ich doch sehr gerne mit. Unseren Mao-Panzern hat die GBA nichts entgegenzusetzen. Die Panzer sind vor allem in großen Verbänden effektiv. Wir werden zufrieden sein. Sehr gut. Okay, irgendwie das mit dem Angriffsbefehl, weiß ich nicht. Das hatte ich anders in Erinnerung. So dieses, man sagt A, sagt dann, ich klicke hier hin und alles auf dem Weg wird angegriffen. Aber irgendwie gefühlt machen die das hier nicht. So, da haben wir nichts. Panzer bauen wir auch gerade keine mehr, was ich schade finde. Wir sollten noch zwei, drei Drachenpanzer mitnehmen. Hm, schade. Ich wollte jetzt eigentlich einen Wegpunkt setzen, dass die da hinfahren, aber ich glaube, das hat nicht geklappt. Nee, leider nicht. Schade. Nun gut. Wollen wir mal unsere Infanterie ein bisschen vorschicken? Genosse General, ziehen Sie sich zurück. Napalmangriff. Oha. Tiger 1, wir haben uns aus dem Zielgebiet zurückgezogen. Sie können jetzt angreifen. Wir Tiger 1, Ziele erfasst. Finde ich ein bisschen gewagt, neben so einem Ölbohrturm, aber ihr macht das schon. Gute Arbeit, Tiger 1. Sektor gesichert. Zerstören Sie das Waffenlager, Genosse General. Unsere Atomwaffen dürfen der GBA nicht in die Hände fallen. Einheit verloren. Upsa, ja, ja, renn mal ins Feuer. Danke. Finde ich eine super Idee. So, ihr nehmt da mal alles ein. So, müssen wir jetzt hier hoch? Wahrscheinlich, ne? Ja, müssen wir sogar. Hier links war soweit eigentlich nichts Besonderes gut. Ging das nicht deutlich schneller, wenn es mehrere gemacht haben? Jetzt dauert es gefühlt einfach nur genauso lang. Geht doch, mein Gott, was eine schwere Geburt. So, ich würde sagen, ihr solltet mal vorfahren, weil die werden sonst unsere Infanterie ziemlich schnell fertig machen. So, und wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, waren die Flammenpanzer extrem gut gegen Gebäude. Einheit verloren.
So, ich hoffe, du regenerierst hier ein bisschen. Ansonsten stell dich doch mal einfach ein bisschen weiter nach hinten. Wir schicken dann jetzt doch endlich mal unsere Infanterie ein bisschen vor. Ja, er repariert sich sehr gut. Die Terroristen wollen das Waffenlager um jeden Preis verteidigen. Wir sollten ihnen die Stärke der chinesischen Militärmacht demonstrieren. Hallo, wollt ihr auch mal angreifen? Ey, warum rennt ihr denn da die ganze Zeit nur vorbei? Mann. So, jetzt haben wir Reparatur. Einheit verloren. Ach komm, so schwer sind die Verluste gar nicht. Außerdem haben wir hier noch genug Typis. Wir haben das Waffenlager der GBA gesichtet, Genosse General. Zerstören Sie es, um unser Volk vor den Terroristen zu schützen. So, klingt doch noch ein Plan. Sollten wir schnell geschafft bekommen. Und fertig. Wir haben gewonnen. Natürlich haben wir das. Was hast du denn erwartet? So, ihr Lieben, das war die erste Mission. Relativ schnell, relativ schmerzfrei. Also für uns zumindest einigermaßen schmerzfrei. Für den Gegner, naja, eher weniger. Aber egal. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Mission. Bis dahin. Tschüssikowski.